Bevor es losgeht mit dem Film, hier ein kurzes Update aus dem Studio. 2 Tage, nachdem ich den Film gedreht habe, kam eine Info von Telfin raus, dass es ein neues Trägersystem geben wird. Und zwar ja letztendlich ein zusätzliches Trägersystem, ein Update gegenüber dem alten. Und zwar gibt es von Telfin jetzt 3 Systeme. Es gibt einmal das, so wie ich es euch jetzt im Video zeige. Dann gibt es das Aeropack, das heißt, das ist auch dieser Träger. Und obendrauf ist dann letztendlich obendrauf eine Tasche montiert, die aerodynamisch hinterm Sattel montiert ist. Und dann wird es noch als drittes das X1 geben. Das ist eine Kombination aus beiden. Das heißt, ihr habt dieses Rack hinten, wo ihr seitlich Taschen anbringen könnt, so wie ich es euch im folgenden Video auch zeige. Und ihr könnt zusätzlich das Aeropack oben auch noch anbringen. Das heißt, wer sehr viel Stauraum braucht, der muss warten bis dann im Juli. Für Juli ist es angekündigt, kann natürlich auch immer ein bisschen länger dauern, man weiß das nicht so bei den Herstellern. Ist das dann angekündigt, die Kombination aus allem. Das wollte ich euch nur kurz mitteilen, weil die Info, wie gesagt, während des Videodrehs reinkam. Aber alles, was ihr jetzt im Video seht, das gilt auch für die neuen Racks. Ich habe zwar dieses Aeropack selber noch nicht, was dann oben drauf montiert werden kann, aber die gesamte Information, was die Taschen seitlich angeht, wie das Ganze am Fahrrad befestigt wird, ist natürlich trotzdem auch für das neue Rack gültig. Also, jetzt geht's los mit dem Film. Hallo zusammen, heute geht es um die Telfin Fahrradtaschen und das Trägersystem. Ein sehr ausgeklügeltes System, sehr leichtes System, was passend ist für alle Fahrräder, die es gibt, also auch Rennräder, Gravelbikes, so wie ihr es hier seht. Und das Ganze ist montiert an meinem Specialized Diverge. Zusätzlich habe ich hier noch so eine Restrap-Tasche, die habt ihr vielleicht in anderen Videos schon gesehen, wo ich noch meine Regenjacke, Regenhose drin habe. Aber mein ganzes täglichen Bedarf, Schwimmsachen, Sachen, die ich einkaufe und so weiter, transportiere ich mit den Telfin-Taschen. Ja, und diese Telfin-Taschen zeige ich euch jetzt mal im Detail. Es sind viele, viele kleine Details, die sich die Jungs da ausgedacht haben, die man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und fangen wir mal an hier hinten mit den Taschen. Und da gibt es 2 verschiedene Sorten. Ich habe hier installiert die leichte Tasche. Das heißt, es gibt eine sehr dünnwandige Tasche. Die habe ich jetzt hier dran gemacht. Ihr seht, die ist jetzt auf der einen Seite leer. Und was ich ganz gut finde an der dünnwandigen Tasche, dass sie so ein bisschen sich leichter komprimieren lässt. Das heißt, flacher anliegt, wenn nichts drin ist, weil die Hälfte der Zeit fahre ich leer durch die Gegend. Also ich fahre zum Beispiel ins Büro, weiß, dass ich was transportieren muss. Falls ihr euch wundert, ich habe hier eine Trinkflasche dran gemacht. Die habe ich mit diesem Mount von Fitlock hier dran gemacht. Das ist eine Fitlock-Flasche und das ist so ein universeller Mount, den man überall dran machen kann. Den habe ich jetzt hier an den Schlaufen dran gemacht, sodass man hier noch eine Flasche installieren kann. Nutze ich nicht immer und wenn ich es nicht nutze, stört das Ganze auch nicht. Ja, und diese andere Tasche, die habe ich jetzt auch mal richtig mit Gewicht befüllt. Hier habe ich jetzt Müsli, Spaghetti und die gute Hafermilch vom DM drin. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie man die Taschen anbringt und abnimmt. Ihr seht, die Tasche hängt hier wirklich bombenfest und das ist auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Telfin, dass die wirklich so dermaßen fest hängt, dass hier nichts klappern kann. Einfach den Bügel aufnehmen, Tasche abmachen. So sieht die Tasche von hinten aus. Jetzt nehme ich mal die gefüllte Tasche ab. Meistens mache ich das so, dass ich hier mit der Hand das Ganze dann so in die Hand nehme und so auch tragen kann. Mitgeliefert wird auch ein Tragegurt, den kann man hier einklipsen. Auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite. Und damit kann ich das Ganze auch als Umhängetasche tragen. Für meine kurzen Wege ins Büro rein oder in den Laden rein oder raus benutze ich den meistens nicht. Aber er ist halt immer mitgeliefert im Lieferumfang. Das heißt, wenn man mal einen längeren Weg mit der Tasche laufen will, hat man immer diesen Tragegurt. Ja, was sind jetzt die Argumente für dieses Telfin-System, was ja auch wirklich sehr preisintensiv ist? Das Wichtigste für mich, und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, ich habe mit dem Telfin-Gründer mal geskypt und habe ihn gefragt, ja, was, wenn wir ein Video machen, gibt es irgendwas, was wir noch erzählen können, was wir vielleicht auf den ersten Blick nicht sehen? Und er meinte ja, was man definitiv nicht auf den ersten Blick sieht, ist, dass das Ganze nie klappert. Also einfach bombenfest sitzt, ohne dass man während der Fahrt irgendwas spürt, selbst auf Kopfsteinpflaster nicht. Und wer das kennt mit Schutzblechen oder Metallschutzblechen, die ich ja im Diverge auch schon mal probiert hatte, das ist manchmal echt richtig nervig, wenn hinten irgendwas vibriert oder ähnliches. Das hat man hier gar nicht. Das heißt, die offensichtlichen Sachen, dass das Ganze aus Carbon ist und schnell wechselbar und so, das sind natürlich ganz wichtige Argumente. Aber dieses unsichtbare Argument, wirklich nicht genervt zu sein von dieser Tasche und auch dieses ausbalancierte hinten, also es ist einfach super fahrbar. Jetzt geht es um den Träger. Ihr seht, das Ganze ist der Träger. Der wird hier einfach nur an der Sattelstütze befestigt. Dann geht er hier rüber.
Und hier unten gibt es noch zwei Befestigungen, jeweils hier in meinem Fall an der Steckachse bzw. am Schnellspanner. Das Ganze ist aus Carbon. Das hier ist jetzt matt lackiertes Carbon, weil es halt super zu meinem Fahrradrahmen passt. Gibt es aber auch als Sichtcarbon. Mitgeliefert wird auch dieses kleine Schutzblech, was erstaunlicherweise relativ gut abhält. Das heißt, ihr seht, das Rad ist nicht sauber gemacht worden. Ich bin damit durch den Regen gefahren. Das heißt, hier spritzt schon noch Schmutz und Wasser dran. Aber hier oben unterm Sattel ist alles sauber geblieben. Das heißt, da kommt nichts dran. Das heißt, das hilft so für den Alltag. Auf jeden Fall hat mir das schon sehr geholfen. Mehr Schutzblech brauche ich gar nicht. Jetzt zeige ich euch mal, wie schnell man die Halterung auch abnehmen kann, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das Ganze an seinem Rennrad vielleicht benutzt und das nur ab und zu im Alltag mal einsetzen will, das Rennrad für eine Tasche oder für einen Transport oder für eine Bikepacking-Tour, das Ganze ist halt einfach in Sekundenschnelle wieder abnehmbar. Dazu öffne ich einfach hier oben den Hebel. So. Dann habe ich den Teil abgenommen. Dann drücke ich hier so ein bisschen gegen, damit ich den hier öffnen kann. Zack. Das gleiche auf der anderen Seite. Rausziehen, öffnen. Ja, und schon habe ich den Gepäckträger hier in meiner Hand. Ja, und so sieht der Träger jetzt im Einzelnen aus. Sehr minimalistisch, sehr leicht. Also wenn man den in die Hand nimmt, glaubt man gar nicht, dass der ja, jeweils 9 Kilogramm, also 18 Kilogramm rechts und links tragen kann. Also da ist auch richtig Zuladung möglich. Und ich zeige euch jetzt mal die Steckachse hier in meinem Fall. Hier habe ich jetzt den Steckachsenadapter durchgeschoben. Da gibt es von Tailfin verschiedene Modelle für verschiedene Räder. Hier habe ich jetzt den passenden für Specialized Diverge. Das heißt, hier guckt die Aufnahme raus und auf der anderen Seite guckt ebenfalls die Aufnahme raus. Und um das Ganze zu zentrieren, habe ich hier diesen mitgelieferten Spacer noch eingesetzt. Das heißt, hier ist noch so ein kleiner Spacer drin. Ich kann die ja mal kurz rausschrauben. So. Das heißt, das hier ist der Adapter, den ich hier für Specialized Diverge brauche. Hier einen entsprechend großen Spacer, da werden auch kleinere mitgeliefert, je nachdem welchen Abstand man braucht, damit das Ganze zentriert über dem Lenker ist. Ich schiebe das mal rein. Und worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, wenn ihr das Ganze benutzen wollt, dann muss hier hinten ein offenes Loch sein. Es gibt Fahrräder, wo das nicht der Fall ist, wo hier hinten die Steckachse sozusagen geschlossen ist. Und auch beim Open ist es ein Problem. Beim Open kommt man mit Trick 17 und Falle zwar irgendwie durch, aber dann sitzt das Ganze leider nicht zentriert. Das heißt, ihr müsst tatsächlich gucken, ob euer Fahrrad überhaupt dafür geeignet ist. Also ihr müsst immer aufpassen, dass auf der gegenüberliegenden Seite, da wo der Antrieb sitzt, die Steckachse überhaupt durchgeht. Das geht nicht bei jedem Fahrrad, da müsst ihr vorher gucken und im Zweifel bei uns nachfragen. Und beim Open haben wir tatsächlich das Problem, wir haben eine Lösung, um das Ganze auch beim Open-Fahrrad anzubringen. Da wird dann so eine Mutter verschraubt, aber da sitzt leider das Rack nicht ganz zentral. Das heißt optisch nicht ganz ideal und man kann nicht alle Reifenbreiten fahren. Also das muss man dann vorher wissen. Im Normalfall passt es aber sonst eigentlich bei fast allen Rädern. Die Installation ist noch einfacher. Einfach hier zack zumachen und das Ganze geht dann automatisch hier rein. Hier gibt es noch eine mitgelieferte Schraube, die könnte man da reinschrauben als Diebstahlsicherung. Ich habe das jetzt bisher immer offen gehabt. Einfach den Hebel zumachen und dann rastet das hier schon automatisch ein und sitzt fest. Dann hier oben das Ganze einklicken und das nicht zu fest. So locker reicht. Weil sonst läuft ihr Gefahr, dass der Hebel vielleicht kaputt geht. Und dann einfach hier umklappen, das Ganze rastet hier ein und sitzt fest. Eine sehr häufig gestellte Frage ist, welche Tasche soll ich denn jetzt nehmen? Die etwas leichtere oder die etwas schwerere? Es gibt nämlich tatsächlich zwei Varianten. Ich persönlich habe mich für die leichtere entschieden, einfach weil sie so ein bisschen flexibler ist und gerade wenn sie unbeladen ist, auch ein bisschen weniger breit aufträgt. Die ist so ein bisschen schmaler. Beide Taschen haben innen eine kleine Mesh-Reißverschlusstasche und eine etwas tiefere Tasche, wo vielleicht auch ein Notebook reinpasst. Zumindest 13 Zoll würde da reinpassen. Das ist identisch bei beiden Taschen. Die schwerere mit dem dickeren Material, die ist sozusagen, wenn ich mal das hier so zeigt, sieht man, die behält so ein bisschen die Form bei. Ist alles, sagen wir mal, müh dicker. Ich weiß nicht, wie man das misst, weil das Ganze ist vielleicht so einen halben Millimeter dick. Während das hier ein bisschen dünner ist gefühlt, aber genau kann ich es jetzt auch nicht sagen, wie dickwandig das Ganze ist. Man merkt aber schon, wenn ich hier jetzt bei der dünnwandigeren so ein bisschen
knüttele, die ist einfach ein bisschen flexibler handhabbar. Wasserdicht sind sie beide. Und mein Tipp ist eigentlich für den Kauf, wenn ihr jetzt nicht gerade Abenteurer seid, die wirklich mit dem Mountainbike schwer bepackt durch den Himalaya reisen und das Rad auch mal auf die Seite geschmissen wird oder auf den Taschen liegt oder sonst wie, dann reicht definitiv die leichtere Tasche. Habt ihr auch ein bisschen den Vorteil, dass sie ein bisschen schlanker ist, ein bisschen flexibler vom Material ist. Also das ist mein Favorit. Dieses ganz Robuste ist wirklich dafür gedacht, dass es noch schnittsicherer ist in ja, wirklich Extremsituationen. Das heißt, das hier ist richtig heavy duty und das hier ist einfach auch schon wirklich reißfest, reißsicher, aber halt alles mit einem leichteren Material. Und die stabilere Tasche bzw. die schwerere Tasche hat hier auch noch mal so ein Extrafach, was ich aber noch nie so richtig verstanden habe, weil hier passt eigentlich auch nicht wirklich viel rein, vielleicht ein Smartphone oder ähnliches. Ja, so viel zu den Tailfin-Taschen. Was man auch benutzen kann, sind normale Fahrradtaschen, die man so, die normal standardmäßig Ortlieb, was auch immer im Handel gekauft werden kann. Ich habe hier so eine B&W V3-Bag, die ich gleich mal anbringen möchte. Und dafür braucht man aber hier einen speziellen Adapter. Das Ganze sieht so aus. Den kann man hier anbringen. Und das ist auch speziell geformt, dass es hier dann schon mal die Form hält. Ich schraube das jetzt nur mal hier so ein bisschen provisorisch fest. Ja, und damit kann ich jetzt jede beliebige Tasche anbringen. Das ist jetzt die B3-Bag, da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Das ist übrigens eine ganz witzige Fahrradtasche, weil man die gleichzeitig auch noch als Trolley benutzen kann. Ja, damit haben wir das Ganze jetzt an diesen Standardanschluss angepasst, den es bei vielen Fahrradtaschen gibt. Einfach diese Clips und dann kann ich das Ganze hier oben anklipsen. Ja, und damit konnte ich jetzt diese B3-Bag hier auch anbringen an dem System. Ist jetzt nicht mein Favorit. Also ich fahre lieber mit den Tailfin-Taschen, einfach wegen dieses Verschlusses, der das Ganze wirklich bombenfest macht. Aber wer die Option haben will, erstens ist dieser Adapter wirklich, wie ihr eben gesehen habt, in Sekundenschnelle angebracht. Das heißt, man muss es nicht die ganze Zeit nutzen. Und wenn ich jetzt wirklich einen großen Einkauf mache und brauche vielleicht diese großvolumige Tasche mit Trolley-Funktion und so weiter, habe ich zumindest die Option, die auch anzubringen. Jede Tailfin-Tasche hat übrigens sein eigenes Rückgrat sozusagen. Das ist die Wirbelsäule in Anführungsstrichen von der Tailfin-Tasche. Und die ist letztendlich hier drin fest verbaut. Und die sorgt letztendlich dafür, dass die Tasche so extrem stabil am Fahrrad hängt, für diese besondere Fahrstabilität ohne Klappern. Und jedes Teil an der Tasche ist austauschbar, einzeln. Und auch an dem Rack selber. Das heißt, jede kleine Schraube gibt es auch als Ersatzteil. Das ist ja das Teil, wo ihr hier auch die Gewinde seht, in die dieser Anschluss angebracht wird, je nachdem, ob das die rechte oder linke Tasche ist, dann da und das dann umgekehrt auf der anderen Seite. Das heißt, hier werden die Schrauben verschraubt. Ja, und hier sieht man jetzt auch diese ganzen Schraubenlöcher, äquivalent zu den Schraubenlöchern hier in der Tasche. Das heißt, theoretisch, wenn die Tasche, das heißt das Material der Tasche, tatsächlich irgendwann mal kaputt geht, tauscht man nur das Außenmaterial rum, alles andere kann man weiter benutzen. So ist das Ganze nachhaltig, das heißt, man kauft hier ein sehr teures System. Und das Wichtigste daran ist, dass es halt auch ein System für die Zukunft ist. Wenn irgendwas passiert, das kennt man ja auch von B&W Fahrradkoffern oder sowas, die kann man alle zur Reparatur einschicken. Remova macht das Ganze auch. So ist es hier auch. Das Ganze ist schnell wieder reparabel. Man kann die Taschen auch an normale Fahrräder anbringen. Und zwar werden mitgeliefert so kleine Adapter in verschiedenen Größen. Und zwar sind das die, die hier reingeschraubt werden. Das heißt, ihr seht hier diesen Bügel. Dieser Bügel letztendlich, dieser Verschluss, der klemmt sich ja hier sozusagen fest an dem Rack und der ist natürlich zu groß für dieses System. Das heißt, für dieses System nimmt man dann den passenden. Das wäre in dem Fall der hier, mit dem man dann das Ganze auch hier befestigen könnte, ebenfalls mit diesem Bügelverschluss. Das heißt, die Tasche ist auch kompatibel mit anderen Fahrrädern, aber man muss es halt einmal anschrauben. Kommt selten vor, dass Kunden sich die Tasche jetzt einzeln für ein anderes Fahrrad kaufen, aber es ist zumindest die Möglichkeit gegeben. Hier habe ich jetzt nochmal den Schnellspanner. An meinem Fahrrad habt ihr gesehen, habe ich eine Steckachse an meinem Stadt, mit dem ich pendle, aber an meinem Rennrad habe ich hier eine normale Schnellspannerachse. Dazu nehme ich erstmal den vorhandenen Schnellspanner raus und füge hier einmal den Tailfin ein. So, der ist fest. Jetzt zeige ich euch einmal einen weiteren Vorteil vom Tailfin-System, nämlich dass ich einfach das Rack von einem Fahrrad zum anderen wechseln kann, innerhalb von
Schaffe ich es in 30 Sekunden? Zack. Das war jetzt in Echtzeit, einfach von einem Fahrrad aufs nächste das Ganze übertragen. Und ich kann jetzt hier an meinem Rennrad einfach Fahrradtaschen anbringen, zum Schwimmen fahren, was auch immer. Das Gute ist, die Taschen sind immer perfekt eingestellt. Das heißt, hier muss ich nichts mehr konfigurieren, einfach anbringen. Und schon sitzt wieder alles bombenfest. So, jetzt zeige ich euch nochmal, was in der Verpackung alles mitgeliefert wird. Hier seht ihr dann auch mal das Sichtcarbon, also die offene Carbonfaser, die man sieht. Dann ist das Ganze vorinstalliert mit so einem kurzen Anschluss hier für eine normale Sattelstütze. Wenn ihr jetzt eine Aero-Sattelstütze habt oder eine etwas breitere, dafür wird dann auch mitgeliefert so ein langes Anschlussteil. Ja, und wie vorhin schon gezeigt, dieses kleine Schutzblech. Ja, so viel zu dem Tailfin-System. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wir sind hier ein bisschen im Stress, weil es wahrscheinlich gleich anfängt zu regnen. Ich habe eben schon einen Tropfen abbekommen. Also die Vorteile für mich sind tatsächlich, es ist leicht, leichter geht es kaum. Es ist extrem stabil, diese Verbindung zwischen Tasche und Träger ist stabil. Das Ganze ist sehr schnell abnehmbar, wenn ich es mal nicht haben will, wenn ich sportlich unterwegs bin. Und wenn ich im Alltag unterwegs bin, mache ich es wieder dran. Hier jetzt auf dem Rennrad zum Beispiel will man das ja auch nicht den ganzen Tag fahren, gerade wenn man eine sportliche Ausfahrt macht. Super schnell alles installierbar. Dann diese Nachhaltigkeit, das heißt, jedes Teil ist austauschbar. Und einfach während der Fahrt hat man seine Ruhe. Ich fahre damit jetzt ein halbes Jahr rum durch Wind und Wetter. Das Ganze ist immer stabil, kein Klappern, kein Nichts. Das ist wirklich der größte Vorteil an dem ganzen System. Guckt euch das bei uns im Shop auch an und hinterlasst einen Daumen. Und ich will nichts hören über einen zu teuren Preis. Dass es sehr preisintensiv ist, weiß ich selber. Aber es ist ein System, was sonst auch so seinesgleichen sucht. Das heißt, das ist ein Gepäckträger für... Nee, das sind, wie heißen die Dinger? Fahrradtaschen. Fahrradtaschenhalter. Wie nennen wir das denn? Ah, Gepäckträger ist scheiße. Lass ruhig laufen. Aber wenigstens Outtakes. Und das Fahrrad ist wieder fahrbereit. Fahrbereit war es vorher auch. Nochmal, das ist mit dem geeignet. Ja, schwül heute. So, haben wir jetzt alles gezeigt. Ich hoffe es mal. Das ist nämlich wirklich geil. Du kannst das Ding einfach von einem Rad an abmachen und aufs nächste.